Unheimliche Begegnungen mit wilden Tieren, die du sehen musst. In unserem heutigen haarsträubenden Video zeigen wir dir einige unglaubliche und schauderhafte Begegnungen. Darunter ein Wildschwein, das Strandbesuchern seine Liebe zeigen will, und eine Python, die schmusen will. Nummer 1 wird dich garantiert von den Socken hauen, also verpass sie nicht. Wenn du mit einem Tier Zeit in der Wildnis verbringen möchtest, welches würdest du wählen? Nummer 10. Bison. Wenn du noch nie einem Bison begegnet bist, sei froh. Dieser Muskelprotz kann bis zu einer Tonne wiegen. Glaub mir, das Letzte, was du willst, ist, dass ein solcher Koloss mit bis zu 50 km/h auf dich zurast. Es könnte das Letzte sein, was du siehst. Ich schätze, diese Kinder haben heute nicht so viel Glück. Wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, den Weg mit diesem Bison zu kreuzen, ist wahrscheinlich nicht der Hellste. Also mach's gut, Kleiner. Sei dankbar, dass du laufen kannst. Diese kleinen Füße sind wirklich flink. Das ist eine Begegnung der besonderen Art. Ich möchte mit den Eltern dieses Kindes sprechen. Glückwunsch, dein Sohn ist wirklich schnell. Nummer 9. Wildschwein. Der Strand ist der perfekte Ort zum Sonnenbaden, Entspannen und um das Leben in der Natur zu genießen, ohne dafür in die gefährliche Wildnis gehen zu müssen. Am Strand ist man sicher, richtig? Richtig? Nun, in unserem nächsten Video, in dem ein Wildschwein nach seinem Badespaß zu einer Furie wurde, lief es nicht so gut für unsere Strandbesucher. Die Leute haben eine schöne Zeit, treiben Wassersport und machen Videos, als plötzlich ein Wildschwein aus dem Meer auftaucht. Oh Gott, das Tier stürzt wie ein wütender Stier aus dem Wasser. Wildschweine sind fiese Biester, die jedes Jahr Zerstörungen im Wert von Tausenden von Euro verursachen. Dieses Exemplar beschloss, mit ein paar Leuten zu spielen, die gerade ein Nickerchen machten und die Sonne genossen. Nicht immer verläuft ein Tag am Strand friedlich. Die nächsten Personen auf unserer Liste trafen ein exotisches Tier, aber blieben sie dabei unverletzt? Nummer 8. Schneeleopard. Schneeleoparden sind selten. Am liebsten halten sie sich gut versteckt, weit ab jeglicher Zivilisation. Wir wollen einfach in Ruhe gelassen werden, sagten sie mir persönlich. Sie sind Einzelgänger. Tierfotografen stellen Fotofallen auf und versuchen oft mehr als 6 Monate lang einen Blick auf einen Schneeleoparden zu erhaschen. Diese beiden sahen welche auf einer Fahrt durch das verschneite Himalaya-Gebirge. Die Tiere näherten sich ihnen sogar ein gutes Stück. Diese Begegnung ist überwältigend. Doch was wäre, wenn sie nicht in dem sicher verschlossenen Haus säßen? Dieses Treffen zeigt, wie schön diese Großkatzen sind. Ihre anmutige und majestätische Art ist faszinierend. Ich liebe dieses Tier. Als nächstes haben wir eine Begegnung mit dem größten Landsäugetier. Rate mal, welches es ist. Nummer 7. Elefant. Richtig, der Elefant. Das Wichtigste, was du bei diesem Video lernen kannst, ist, Abstand zu halten. Ich schätze, das haben diese Jungs vergessen. Sie rückten dem Tier so auf die Pelle, dass es beschloss, sie in die Schranken zu weisen. Der Elefant nähert sich drohend und scheint zu rufen, »Zurück, zurück, wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt zurückgehen!« Ich glaube, die Jungs sitzen jetzt in der Klemme. Der Elefant ist einfach zu nah. Der Typ mit dem blauen Hemd steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Das kann ich ihm nicht verdenken bei dieser bedrohlichen Situation. Tja, es kann eben einiges schieflaufen. Als nächstes kommt der König der Tiere, der es sich in den Straßen eines Dorfes gemütlich macht. Nummer 6. Löwe. Die Szene erinnert an einen Disney-Film. Doch eigentlich ist die Situation unheimlich. Du hast sicher erkannt, dass es sich hier um eine Dorfstraße handelt, auf der Kinder spielen. Bestimmt ist es großartig, direkt neben dem Dschungel zu leben, oder? Zum Glück ist es bereits 2 Uhr nachts und alle liegen brav in ihren Betten, völlig ahnungslos, dass ein ausgewachsener Löwe vor dem Haus steht. Bevor die Löwin auftauchte, waren hier einige Hunde unterwegs. Sie sind spurlos verschwunden. Sie hätten auch keine Chance gegen die Raubkatze, die flinker, stärker, größer und schneller ist und es mit jedem Hund aufnehmen kann. Ihre Flucht war die richtige Entscheidung. Gefahr an Land, Gefahr in der Luft, Gefahr im Wasser.
Seit ich diese Videos sehe, will ich nur noch daheim bleiben und YouTube im sicheren Bett schauen. Als nächstes kommt die seltsamste Begegnung, die du dir vorstellen kannst. Nummer 5. Nilpferd. Dieses Nilpferd guckt aus dem Wasser wie das Monster von Loch Ness. Plötzlich steuert es direkt auf das Boot zu. Scheinbar denkt es, lass uns das Leben dieser Menschen spannender machen. Sieh dir das an. Es schwimmt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf das Boot zu. Das ist eine der lustigsten Begegnungen, die ich je sah. Ein Flusspferd jagt ein Boot. Bestimmt hast du nicht gedacht, dass man bei einer Bootsfahrt sowas erleben kann, oder? Sieh nur, wie wütend es ist. Es prustet ins Wasser und stürmt los. Die Jungs im Boot versuchen zu flüchten. Urkomisch. Der Angriff des Hippos. Ich persönlich glaube, sein Sternzeichen ist Fisch. Aber können Fische so wütend sein? Du solltest besser den Motor anwerfen, Bootsmann. Dieses Nilpferd wird dich weiterverfolgen. Um ehrlich zu sein, das gruselige Tier, das du gleich sehen wirst, macht mir mehr Angst. Außerdem hatte ich heute Morgen zu viel Kaffee getrunken und als ich dieses Treffen zwischen einem Ranger und einer afrikanischen Felsenpython sah, war das zu viel für mich. Nummer 4. Python. Schlangen sehen schön aus, aber aus sicherer Entfernung oder hinter Glas. Diese Leute waren auf einem Spaziergang in der Wildnis, als der Ranger eine Python entdeckte und fragte, ob sie sich dieser nähern möchten. Es ist mir schleierhaft, warum sie ja sagten. Wenigstens haben sie dabei ein schönes Video gedreht. Wenn man sieht, wie stark die Python ist und wie viel Kraft der Ranger aufwenden muss, damit ihm nicht alle Knochen gebrochen werden, finde ich das ziemlich erschreckend. Vor allem bei der durchtrainierten Gestalt des Wildhüters. Ich würde mich dieser Python nicht nähern, selbst wenn ich dafür mehrere hundert Euro bekäme. Bei über 8000 Euro würde ich es mir überlegen. Aber sieh dir diesen Ranger an. Fast bekommt man den Eindruck, als wäre die Python seine Lieblingsschlange und sie treffen sich täglich zum Kuscheln. Als nächstes siehst du die unwahrscheinlichste Begegnung, die je mit der Kamera aufgenommen wurde. Nummer 3. Karpfen. Der Karpfen war das Tier, das das Pokémon Carpador inspirierte. Du kannst dir also vorstellen, wie nutzlos dieses Tier ist. Diese Familie unternahm einen Angelausflug und hatte die seltsamste Begegnung aller Zeiten mit tausenden Karpfen. Die Karpfen ploppten aus dem See wie Popcorn. Sie kommen von überall her, von links, rechts und der Mitte. Das ist der Endgegner bei seltsamen Tierbegegnungen in der Wildnis. Die Fische fragten, seid ihr wegen der Fische hier? Nehmt uns mit! Am Ende nahmen die Jungs 30 Kilogramm Fisch mit nach Hause. Nummer 2. Krokodil. Wenn es an Land schon gefährlich ist, dann ist es im Wasser bestimmt gefährlicher. Denke nur an Krokodile, die im Wasser lauern und den Tod bringen können. Daher ist dieses Video auch etwas Besonderes. Denn diese Leute schwimmen mit dem leibhaftigen Tod. Insider berichteten, dieser Typ würde wie Popeye nur Spinat zum Frühstück, Mittag und Abendessen essen. Krokodile können unbarmherzig sein. Mit ihrem kräftigen Biss zermalmen sie deine Knochen zu Brei. Was diese Jungs hier machen, ist so unglaublich wie die Entdeckung von Wasser auf dem Mond. Vor allem, da es Salzwasserkrokodile sind, die zu den aggressivsten Krokodilen der Welt gehören. Dabei erinnert diese Schuppenechse eher an einen Delfin. Als nächstes wird es kuschelig mit einem Fellbaby, das versucht, ein Hund zu sein. Diese Begegnung wird dich garantiert verrückt machen. Nummer 1. Eisbär. Diese Begegnung lässt mich erschaudern. Eisbären wirken aus der Ferne niedlich und knuddelig, bis man ihre gewaltige Größe sieht und dann nervös kichernd bemerkt, oh Mann, ich bin in Gefahr. Die Kraft dieser Tiere ist wahnsinnig. Die Männchen bringen bis zu einer halben Tonne auf die Waage. Das sind 500 Kilogramm. Dieser Eisbär versucht hereinzukommen und sagt, nimm mich auf, Mensch, was gibt's zu essen? Er steckt einfach seine Nase durch die Leiter des Wohnmobils und streckt seine riesige Pfote in Richtung der Kamera. Sieh dir diese Pranke an und die langen Krallen. Ein Hieb und du wärst Gast auf der Intensivstation. Die Natur ist erstaunlich. Dieser Eisbär bekommt die volle Punktzahl für seine Niedlichkeit, obwohl er ein tödliches Eismonster ist. Ich möchte nicht in seiner Nähe sein.
Das waren die fliegenden Karpfen, angreifenden Elefanten, rennenden Bisons, knochenbrechenden Pythons, Wildschweine, die einem den Badespaß vermiesen, Löwen auf einer Dorfstraße, Boote jagende Flusspferde und vieles mehr. Ich bin froh, nicht der Kameramann gewesen zu sein. Ich mag Wildtiere und Tiere, aber aus sicherer Entfernung. Ich möchte nicht die Mahlzeit eines Krokodils werden. Welches Tier war dein Lieblingstier und warum? Lass es uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Bleib sicher, die Welt ist gefährlich.